Für Birgit Maas beginnt der Arbeitstag zunächst ruhig. Doch schon wenige Augenblicke später betritt der nächste Notfallpatient die Ambulanz. Der Mann kann nach einem Kollaps nur gestützt von seiner Ehefrau laufen. Ach du je. Was ist denn passiert? Er ist auf der Treppe zusammengebrochen. Können Sie ein Stück laufen, dass wir zusammen in den Behandlungsraum gehen? Silvia, Carla, einmal die Liege bitte, schnell, die Liege. Der Herr Rütten machte ja schon einen ganz geschwächten Eindruck. Wir haben jetzt gedacht, wir könnten ihn noch in den Schockraum führen. Ja, und plötzlich ist er dann aber zusammengebrochen. Natürlich muss ich immer bei Stürzen auf den Kopf auch an intrakranielle Blutungen denken. Gerade weil er jetzt auch hier nicht so richtig ansprechbar war, habe ich dann natürlich mein ganzes medizinisches Personal hier zusammengetrommelt und auch die Liege angefordert, damit wir ihn dann sicher in den Schockraum und schnell auch in den Schockraum bringen können, damit wir ihn jetzt schnellstmöglichst untersuchen können. Schauen Sie mich einmal an, ich gucke einmal in Ihre Pupillen. Ja, die Pupillen sind aber isochor. Sie sagten jetzt, ihm war übel gewesen, er ist auf der Treppe gestürzt. Ja, genau. Ja, Durchfall hat er auch noch. Durchfall hat er auch noch, okay. Kannst du alles schon mal für die Blutentnahme fertig machen? Ja, und wir legen dann auch einen Zugang. Ja. Kannst direkt eine Infusion fertig machen. Ist Ihnen jetzt zurzeit auch übel? Ja, dann müssen wir uns das am Kopf auch mal genauer angucken. So. Einmal ich mach Monitoring an. Was hat Ihr Mann denn gegessen? Hat er irgendwas Spezielles gegessen, was ihm übel geworden ist? Ich habe gestern Bohnensalat gemacht, aber haben wir nicht gegessen. Und das habe ich ihm jetzt heute Morgen mit kalten Frikadellen mit zur Arbeit gegeben. Bohnen? Ja. Kannst du mir und geben? Die haben Sie aber richtig gekocht, die Bohnen? Ja, nur blanchiert. Also gekocht haben sie jetzt nicht richtig. Liegt das daran? Also grüne Bohnen sind schon, wenn die fast roh sind, sind die schon richtig giftig. Also da reichen bei Kindern schon geringste Mengen. Ne? Das kann schon sein, dass das damit zusammenhängt. Ist das jetzt meine Schuld? Okay, Vigo, machen Sie, wir kriegeln jetzt hier nicht die Schuldfrage. Passen Sie mal auf. Setzen Sie sich einfach einmal. Ich verstehe Ihre Aufregung. Gucken Sie mal. Setzen Sie sich einmal in Ruhe hin. Wir kümmern uns jetzt um Ihren Mann. Ich habe jetzt nicht gefragt, um Ihnen die Schuld zuzuweisen, sondern einfach nur, um jetzt die Ursache rauszufinden. Ne? Dann können wir ihn schneller behandeln. Ja, bleiben Sie einfach einen Moment hier sitzen. Schwester kümmert sich gleich um Sie. Ja. Einverstanden? Ja? Wenn ich frage, dann ist es wirklich nur, um das rauszufinden. Ja? Noch ahnt Birgit Maas nicht, dass der Sturz eine ganz andere Ursache hat. Die Brille des Mannes hat sich durch den Aufprall in die Wange gebohrt. Die Ärztin versorgt die Wunden und der Patient ist immer noch benommen. Die Sorge, dass das Gehirn verletzt sein könnte, wächst. So, das können wir jetzt mal zur Seite tun. Wir würden ihn dann jetzt zum CT bringen. Fahrt ihr beide am besten? Ich hole mir noch Hilfe. Hier der. Ja, oder hol dir noch einen. Genau. Pass auf, es ist ganz wichtig, dass er jetzt nicht alleine bleibt. Ja? Weil das ist, wir wissen jetzt, die Pupillen sind zwar isochor, aber wir wissen nicht, was als nächstes passiert. Aber im CT, du hast gerade mit denen gesprochen. Ich habe mit denen auch gesprochen, nur dass du auch noch mal Bescheid weißt. Das ist ganz wichtig. Alles klar. Und nehmt das Notfallpaket mit. Ja? Alles klar. Super. Der Herr Rütten hat auf mich sehr abwesenden Eindruck, somnolenten Eindruck gemacht. Da denkt man natürlich an intrakranielle Blutungen. Das Fatale an diesen intrakraniellen Blutungen ist einfach, dass sie sich schleichend entwickeln können. Man muss da aufpassen. Es kann sein, dass der Patient plötzlich das Bewusstsein verliert, vielleicht auch nicht mehr atmet. Deswegen habe ich darauf geachtet, dass immer jemand dabei ist, die im Notfall eingreifen können. Denn das kann, wie gesagt, mitunter ganz schnell gehen. Und das wollen wir natürlich hier verhindern. Birgit Maas versucht, die verzweifelte Ehefrau zu beruhigen. Ihr Mann wird während der Computertomographie ständig überwacht. Währenddessen wartet im nächsten Raum ein neuer Fall. Ein Malermeister und sein verletzter Azubi. Der ist von der Leiter gefallen beim Anstreich. Ich vermute Sie sind Maler jetzt. Ja, genau. Das ist mein Azubi. Ja. Und, ich weiß, er trinkt schon mal gerne halt über den Durst. Ne? Ich vermute mal, dass der wieder ein zu viel gebechert hat. Während der Arbeit? Okay, also ich hole mir mal gerade Handschuhe. Okay. Ich habe das offiziell nicht gesehen. Okay, ich verstehe. Okay, erzählen Sie mal aus Ihrer Sicht, was passiert ist. Er stand auf der Leiter, hat die Wand angestrichen und auf einmal habe ich nichts gesehen und habe dann das Gleichgewicht verloren. Das Gleichgewicht verloren, dann sind sie runtergefallen und vermutlich auf den Arm gefallen. Ja. Ne? Der tut doch scheiße weh. Der Arm tut weh, ja, das glaube ich eben. Kannst du schon mal 20 Tropfen Novalgin fertig machen? Mach ich. Sie bekommen jetzt was gegen die Schmerzen, dann gucken wir mal. Ne? Ist Ihnen denn schon mal öfters übel geworden?
Nee, das war das erste Mal. Der Herr Wittmann hatte starke Schmerzen. Er ist ja auf den Arm gefallen, hatte auch ein großes Hämatom. Das habe ich mir genauer angeguckt. Er hat dann erstmal Schmerzmittel von uns erhalten. Ansonsten war natürlich ganz wichtig, nachzufragen, wie es jetzt zu diesem Unfall gekommen ist, ob er weitere Beschwerden hat. Die Pupillen waren isochor, sonst war jetzt nichts auffällig, eben nur dieser Sturz von der Leiter. Jetzt hat Ihr Chef das ja mit dem Alkohol angesprochen. Haben Sie heute Alkohol getrunken? Nein, ich habe weder heute noch gestern Alkohol getrunken. Gar nichts getrunken. Mhm. Und was war das jetzt für ein Raum, in dem Sie da gestrichen haben? Das war hier vorne der Nebenraum. Da hatten wir die Front gestrichen. Ah. Und da mussten wir oben die Leiste noch streichen. Und dann ist er von der Leiter gefallen. Ne? Und da haben Sie wahrscheinlich auch dieses Neonlicht hier gehabt? Ja, ja, genau, genau. Hat halt auf die weiße Wand geguckt. Ach, ne? Weiß, okay. Der Chef des Herrn Wittmann, der hat mir ja gesagt, ja, das wäre sein Lehrling und der würde ab und zu mal gerne Alkohol trinken, wohl auch während der Arbeit. Den Eindruck hatte ich jetzt nicht, fand ich jetzt auch ein bisschen vorschnell beurteilt. Ich habe natürlich mit dem Herrn Wittmann selber noch mal gesprochen, aber er hat gesagt, dass er also weder den Vortag noch den heutigen Tag was getrunken hat. Deswegen schließe ich diese Ursache aus. Wie war das, als Sie nichts gesehen haben? War das komplett schwarz oder haben Sie so Flecken eher gesehen? Nee, es war komplett schwarz. Komplett schwarz, aber Sie waren bei Bewusstsein? Ja, ich habe halt nichts gesehen, dadurch habe ich mich... War denn die Wand besonders hell angestrahlt? Ja, wahrscheinlich, ja, ne? Durch dieses Neonlicht dann. Ja. Ja, ich vermute mal, dass Sie zu lange auf eine Stelle geguckt haben, kann das sein? Ja, ich habe halt geguckt, ob da irgendwelche Unebenheiten sind. Ja, und auf einer Stelle, ne? Ja. Also ich vermute mal, dass Sie einfach Ihre Augen so überanstrengt haben, dass Sie da nichts mehr gesehen haben. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie in eine Glühbirne gucken oder sowas, ist man ja auch wie geblendet erstmal. Und manchmal ist es so, dass wenn man ganz lange auf eine weiße Stelle guckt, dass sich dann sogenannte Nachbilder bilden. Und dann, die sind dann halt in der Komplementärfarbe, hier ist das dann schwarz. Und ich vermute mal, dass Sie dann die Orientierung auf der Leiter verloren haben. Ja. Ne? So. Jetzt gucken wir mal gerade nach dem Arm. Geht's jetzt mit den Schmerzen? Ja, es wird besser. Mhm. Wenn man einen Gegenstand fixiert, dann wird dieser auf der Retina abgebildet. Starkes Licht ist natürlich ein besonderer Reiz für die Fotorezeptoren. Wenn man jetzt diesen Punkt fixiert, dann führt das zu einer Ermüdung der Fotorezeptoren und man sieht dann halt das Komplementärbild einfach. Wichtig ist natürlich, um dem vorzubeugen, dass man die Augen zwischendurch mal ein bisschen bewegt und vielleicht auch andere Stellen, kontrastreichere Stellen fixiert, damit es soweit gar nicht kommt. Gut, also den Arm müssen wir auf jeden Fall röntgen. Herr Philipp, tut mir leid, ich hatte da eine falsche Diagnose, wenn ich so sagte. Ne? Ja. Gut. Weil ich weiß, er trinkt schon mal gerne einen über den Durst, ne? Oder man geht da zack. Ja, das machen die ja in dem Alter schon mal, ne? Aber er wird schon wieder jung. Wichtig, vorsichtig. Entschuldigung. Ich ihn so auf. Also, grundsätzlich zu dem Thema Alkohol brauche ich ja nichts zu sagen. Nein. Bei der Arbeitszeit sowieso nicht, ja, ne? Ich weiß selber, dass das falsch okay. war. Gut, wenn Sie es mal gemacht haben, geht mich jetzt nichts an. Wir röntgen das jetzt auf jeden Fall und dann sprechen wir uns gleich noch mal. Eine Funktionsprüfung am Arm hat jetzt ergeben, dass er eigentlich voll beweglich ist. Er hat natürlich ein Riesenhämatom am Arm. Ich würde jetzt für mich vermuten, dass es sich hier nicht um eine Fraktur handelt. Aber ganz sicher, ganz große Sicherheit gibt natürlich nur das Röntgen. Deswegen haben wir ihn dahin geschickt und müssen das jetzt abwarten. Später stellt sich heraus, der Arm des Lehrlings ist nur verstaucht. In der Zwischenzeit ist der Mann mit den Kopfverletzungen vom CT zurück. Jetzt ist er wieder ansprechbar. Birgit Maas schaut sich die Aufnahmen vom Gehirn an. Also, was ich ja anfänglich vermutet habe oder wo man aufpassen muss, ist, dass bei so einem Sturz es natürlich auch zu Blutungen im Kopf kommen kann. Das macht auch diese Symptome. Das konnten wir jetzt aber sicher mit dem CT ausschließen. Mhm. Also da kann ich Sie schon mal beruhigen. Sie auch, weil Sie gucken schon wieder so traurig. Tief durchatmen jetzt. Genau, da können Sie einmal tief durchatmen. Was aber natürlich ist, wir müssen das mit der Übelkeit klären. Na, jetzt sagte Ihre Frau ja, sie hat Ihnen Bohnen gemacht, die aber noch relativ roh gewesen sind, nicht richtig durchgekocht haben. Das macht natürlich auch solche Symptome. Na? Die Bohnen hatte ich gar nicht gegessen. Die waren, ach, die haben Sie gar nicht gegessen? Die sahen nicht so gut aus. Ich habe nur die Frikadellen gegessen. Was für Kapseln? Er hat die Bohnen gar nicht gegessen. Von den Bohnen kann es also nicht kommen. Sie spricht, sagt gerade, dass er irgendwelche homöopathischen Naturkräuter. Er wollte sich damit gesund halten. So ein Naturzeug ist das. Okay, wo haben Sie das denn her, das Naturzeug, wie Sie es so sagen? Ja, das habe ich im Internet bestellt, aber das ist ja nur so, ich sag, zum Gesundbleiben.
Ja, Leute, aber ihr verwechselt alle. Alle denken immer, Naturprodukte würden zwar helfen, aber könnten niemals Schaden verursachen. Ne? Also da also, muss man sich auch auskennen. Also, und gerade im Internet. Ne? Das, also, wir erleben das, also ich sage es Ihnen jetzt einfach mal, wir erleben das hier wirklich so oft. Ja, dass man meint, es ist ja Natur, deswegen ist es nicht gefährlich, aber helfen tut es trotzdem. Und da muss ich einfach sagen, alles, was potenziell helfen kann, kann auch potenziell schädigen. Ne? Ja. Das ist das. Wir wollen halt Kinder haben und ich habe gelesen, dass das so ein bisschen hilft. Habe ich halt auch ein bisschen mehr genommen. Weil ja, mehr hilft. Das ist natürlich auch ein Trugschluss. Ne? Das war mir natürlich jetzt auch ganz wichtig, dass wir jetzt auch mit ihm sprechen konnten. Und tatsächlich kam dann raus, dass er die Bohnen gar nicht gegessen hat. Aber dafür hat er was anderes zu sich genommen. Nämlich, er hat sich irgendwelche Naturpräparate aus dem Internet bestellt, weil beide einen Kinderwunsch hatten. Es hat wohl nicht so schnell geklappt, wie sie sich das erhofft haben. Ja, und hat jetzt Hilfe durch diese Naturheilmittel da erhofft. Jetzt mal zu dem Kinderwunsch. Ne? Wenn man sich Kinder wünscht, kann und es klappt nicht, kann es ja an beiden liegen. An Ihnen wie auch an Ihnen. Das heißt, da sind natürlich, gibt es auch entsprechende Fachärzte, an die man sich zuerst wenden kann. Ne? Was ganz wichtig auch ist. Ich kann Sie wirklich nur warnen, irgendeinen Kram da zu sich zu nehmen und dann auch noch in falscher Dosierung. Denn es ist einfach so, ne? Die Natur hat sich so eingerichtet, dass sie schädigen kann, eben auch helfen kann. Und wenn Sie jetzt hier im Krankenhaus liegen, wahrscheinlich noch exsikiert, also ausgetrocknet im Prinzip durch das Erbrechen und den Durchfall, dann klappt das mit den Kindern leider auch so nicht. Wenn ein Kinderwunsch besteht in der Familie und das klappt nicht direkt, dann ist das irgendwie so ein Phänomen, dass entweder die Frau oder der Mann oder beide das als ihre eigene Schuld ansehen. Da ist es immer noch mal eine besondere Hürde, wirklich zum Arzt zu gehen und zu sagen, jetzt, ich habe dieses Problem, irgendwas klappt nicht, kann es an mir liegen? Da ist einfach, versucht man sich dann so vorbeizumogeln, indem man dann selber heimlich irgendwas aus dem Internet bestellt. Man gesteht sich selber zwar ein, dass man es für möglich hält, dass es an einem selber überlegt, aber man möchte sich anderen nicht offenbaren. Das kann mitunter natürlich gefährlich sein, wie wir hier gesehen haben. Und da ist es schon wichtig, sich an die Fachkräfte, an die Mediziner oder Homöopathen zu wenden und mit ihnen zusammen das dann eine Therapie durchzusprechen. Die Ärztin macht dem jungen Paar Mut. Nachdem die Folgen des Sturzes verheilt waren, gingen beide zu einer professionellen Beratung in eine Kinderwunschklinik. Mittlerweile hat es geklappt. In wenigen Monaten erwarten Sie Ihr erstes Baby.